Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich habe das da oben ein bisschen laufen lassen. Hab mir jetzt auch noch die Imperiale zusammengebastelt. Dass ich die habe auch laufen lassen können, damit wir jetzt da ein wenig mehr hinkriegen. Einmal also die hier, die Imperiale. Dass wir an Royal Jelly rankommen und dass wir das Production Sieb machen können. Und die wollen wir jetzt auch so weit kriegen, dass wir eventuell heute so weit sind, dass wir die schönen Sachen fertig kriegen, damit wir nur noch das Breakfast brauchen. Oder ja, whatever halt für diese eine Quest. Und da schauen wir mal, dass wir so weit kommen. Ja, genau. Das ist Ziel und Zweck. So, jetzt müssen wir mal hoffen, dass von dem Silky kommt, ne? Also die ganze Zeit habe ich ja immer durchlaufen lassen. Jeder zweite war ein Silky. Mir fehlt einer. Ich kriege nicht immer mehr einen Propolis oder einen Silky Propolis oder wie das Ding wieder heißt. Und wenn ich einen bekomme, dann kriege ich nichts raus. Ja, wir haben 6, brauche 7. Man muss nur schimpfen. Das finde ich doch super. So, dann. Ihr seht auch, ich habe auch schon Pollen, 3 Stück. Und die wollen wir jetzt erweitern, dass wir heute nochmal 5 kriegen. Könnte länger werden, die Folge. So, also wir brauchen auf jeden Fall die Upgrade-Frames. Dafür brauche ich Zinn. Ich brauche auf jeden Fall, ich will 8 Stück haben. 8, das heißt, ich brauche 9. Das heißt, ich habe jetzt hier 4, 8, 12, das sind 3, da sind wir bei 6. Dann brauchen wir 24. Da kommst du dahin. Acht sind's 4. 16 sind's 8. 9. Ich glaube, das war so. Davon brauche ich dann auch 18. Jawohl. Zack. Wir haben 9. Gut. So, dann brauche ich jetzt als nächstes einmal das Sieve. Upgrade, dafür brauche ich Bronze Gear. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mal 1. Thief Upgrade ist ein Bronze Gear. So, und ich brauche noch Production Upgrade. Das ist das hier, da brauche ich auch 1. Davon brauche ich also. Stück. Der Hebel ist unten. Ich kann sie hinschmeißen. Ich nehme ihn weg. Glaube, ich habe 2 rausgenommen. Ah, Hebel an. Dann kann er arbeiten. Er hat sich das gemerkt. Dass ich da eine Platte hatte. Obwohl da keine Platte mehr drin war. Okay. Jetzt weiß ich, wie die Platte zustande gekommen ist. Haben wir gerade gefragt. Hä? Ja, aber alles klar. So, wir haben 7, 8, 9. Du bist jetzt Nummer 10. Nein, du bist auch nicht Nummer 10. Sag mal. Rumgetänzelt haben da mindestens 2. Warum immer nur einer? So, Hammer.
So, was brauchen wir noch für Production? Brauche Zucker und Royal Jelly und Bronze Ingots. Also mindestens 6 Zucker. Ich habe nicht mehr Royal Jelly. So, 3 Production. Und 1, 2, 1. So, jetzt habe ich meinen Apiary auch. Halt, bevor ich runtergehe, bevor ich rausgehe, gehe ich nochmal schlafen. Eigentlich wäre es jetzt am besten, wenn ich jetzt erstmal Royal Jelly da reinknall. Dass ich da dass das Produzieren nach oben geht. Nehme ich dich raus. Danke. Dann gehst du auch hier rein. So, Produktion geht rein. Du gehst raus. Du gehst auch raus und du gehst rein. So, dann schauen wir mal. Das Lustige ist, dass der immer sagt, er hat keine Blume. Sagt er immer am Anfang. Du hast Blumen, danke. Dann ziehen wir hier gleich nochmal durch. Ich hab die doch gerade weggeschnitten. Das Zeug wächst ja wie Unkraut. Da ist auch noch einer. Dripping. Ja, ich hätte gerne das andere. So, dann lasse ich das jetzt mal laufen. In der Zeit können wir uns nämlich um Pneumatic Craft kümmern. Muss halt immer wieder mal raufgucken. Aber wir machen jetzt ja nicht mehr nur das eine. So, und zwar, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Man sollte sich nicht nur Videos angucken und irgendwelche Sachen lesen, sondern auch mal lesen, was da steht. Ne? Ich wollte LPG herstellen. Oder ich will LPG herstellen. So, um LPG herzustellen, steht da Pneumatic Craft 100 Millibuckets. Da gibt es kein Gasoline von. Man kann von Immersive das Petroleum zu Kerosin verarbeiten und das Kerosin kann man dann auch mal wieder zurückverwandeln. So. Aber ich habe gesagt, hier vorne wird mein Teil sein. Um alles mal weg hier. Da wird mein Teil sein, um zu craften. Und alles andere kommt auch dann bitte in die jeweiligen Bereiche. So, ich schmeiße ich mal hier rein. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Du kommst da rein. Auch Forestry wird über kurz oder lang da verschwinden. Ich bin mittlerweile sogar beim Überlegen. Ich könnte mir das jetzt mal schnell anschauen. Und zwar, wir haben ja noch eine Quest. Und zwar Miniaturisierung. Und zwar Compact Machines. Genau. Compact Machines. Dafür brauche ich zwar einen Personal, davon brauche ich zwei. Das heißt, ich brauche Buch
Dann nehme ich mir jetzt mal ein bisschen Rotten Flesh mit. Dann mache ich mir mal schnell 4. Wenn ich wieder zurückkomme, wieder zu den Bienen und gucken, wie weit das ist. Ob wir wieder einen Royal Jelly haben, da können wir nämlich gleich den nächsten bauen. Leder, Strings habe ich auch hinten. In Massen. Aber Papier kann ich mitnehmen. Und ich sehe gerade, ich habe ein Sieb-Upgrade. Juhu! Schön, dass ich welches gemacht habe. Und schaut mal, ich habe nochmal 2 Sieb-Upgrades. Okay, es ist nicht schlimm, weil kann man immer gebrauchen. Aber ja, das hätte ich mir sozusagen schenken können. So, jawohl, wir haben 4 Royal Jelly fertig. Kann ich das alles hier bauen oder muss ich runter? Du kommst dahin. Ne, wir gehen runter. Ich brauche Bronze, ich brauche Zucker. So, Royal Jelly kommt dahin. Dann brauche ich jetzt 10-mal Zucker. Und bei 10 Stück brauche ich auf jeden Fall auch 40 Bronze. Na, dann kommst du dahin. Wir haben 4 Stück. Und wir hupfen. Nachdem wir gehüpft sind, sehen wir, da ist der nächste fertig. So, der letzte. Jetzt haben wir noch einen. Das heißt, wir haben die 8. Die, wo man auch maximal verwenden kann. So, dann kann ich die rauspacken und wieder hier reinpacken. So, dann brauchen wir auch den Pollenfilter und Supernatural reinpacken und den arbeiten lassen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein System, wo keine Drohne produziert. Nein, ich sollte vielleicht die Drohnen auch mit reinpacken. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt das alles das bewirkt, was wir wollen. Das heißt, ich muss jetzt dann hochkommen und mich freuen, dass ich weitere 5 Pollen habe. Dann habe ich alles richtig gemacht. Du kommst dahin. Da rein. So, wir brauchen für den Computer 2-mal Eisen. 4-mal Enderperlen. So, dann waren es String, Blätter und Leder. Nein. Die Springs sind es nur, wenn ich das andere Rezept nehme.
Erstmal warten. Achso, ja, kann ich gehen. Klar, schreibe ich gehen. So, davon haben wir jetzt zwei. Das heißt, jetzt brauche ich für den da zwei Dias, ein Eye of Ender und zwei Redstone-Fackeln. Ne, eine Redstone-Fackel. Die habe ich sogar noch. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt zwei Dias. Die muss ich erst waschen. Und das letzte, was ich noch brauche, ist meine. Ist das da. Und ich habe ein Eye of Ender. Brauche ich gar nicht überlaufen. Das kann ich auch hier machen. Nein, ich muss nicht verlaufen. Ich muss erst noch den Dia waschen. So, eine Runde Dias geschürft. So. Au. Oh, ich hätte sogar nur einen gebraucht. Ist gut. Habe ich einen Ersatz. Kommt da rein. So, ist Miniaturisierung ist sozusagen fertig. Tiny Compact Machine. Dafür brauche ich 26. Das wird jetzt witzig. Dafür brauche ich einen Block of Iron und Redstone. Da geht jetzt richtig was drauf. Gehen wir erstmal schlafen. Macht eigentlich Sinn, dass ich dann auch in diese Korbs dann, den Anti-Regen und den ganzen Tag reinpack. Drei haben wir schon. Das ist super. Ich glaube, ich muss gerade mal switchen. Also weggehen von ich muss das da mal machen. Wir haben jetzt drei, das heißt wir haben fünf. Wir brauchen nur noch drei. Nein, ich brauche sogar nur noch zwei. Okay, das heißt jetzt, wir brauchen Glas und zwar 40 Stück. Habe ich. Das machen wir jetzt hier und hier, glaube ich. Dann brauche ich jetzt Netherquarz, 10 Stück. Nein. Doch, 8. 16 Stück. 10 Stück habe ich da. 6 Stück waschen. Jawohl. Und das letzte sind noch Half Slabs. Davon brauche ich auch 8. Okay. Dann habe ich das und dann habe ich noch das und dann habe ich meinen Bee Collectors Jar. So, wir brauchen ja für den zweiten Teil von der Quest, dafür sind wir ja hier, brauchen wir das Hearty Breakfast 32 Mal. Dafür brauche ich Spiegeleier. Dafür brauche ich Eier. Habe ich Eier da? Ja. Ich brauche. Aber ich habe zu wenig da. Ich habe da gerade eine ganz böse Befürchtung.
Dass mir die Eier nicht reichen. Kann man da auch ein Tofu-Egg nehmen? Ja. Tofu habe ich. Sollte vielleicht noch ein bisschen Geld mitnehmen, aber Tofu habe ich. Habe ich durchlaufen lassen. Tofu-Eier. Mich schüttelt es gerade überhaupt nicht. Tofu-Eier. Wie macht man das Gelbe? Also, Fried Egg habe ich 22. Nur 22. Aber ich sehe doch noch zwei Eier. Ich bin schon mal 24. Ah, der lässt immer eins drin. Okay. Dann tun wir mal die komische Farbe rein. Mir reicht die Farbe nicht. Nein. Ich habe ja auch gedacht, ich habe 26 oder so. Oder 28. 26 wäre auch super. Hätte ich zwar zu wenig. So, 23 haben wir. Oh, wir machen das jetzt alles zu gelb. Soll sozusagen dann Lebensmittelfarbe darstellen. Oh, toll. Ich wollte schon immer einen gelben Kühlschrank. So, was brauche ich jetzt für das Tofu-Eck? Firm-Tofu. Habe ich kein. Ich habe doch Firm-Tofu. Habe ich da irgendwas nicht? Ich habe das Cutting Board. Ich habe das Ding. Tofu. Ja. Zehn Stück. Wir schmeißen die da rein. Ganz lecker. Fried Egg. Also, suchen wir mal Fried. Du mal das Ei klauen. Danke. Geht doch. Das Ei hat er mir jetzt, glaube ich, auch mit durchgejagt. Ist egal. Hoffe ich, dass es mir egal ist. Dann brauche ich Schokomilch. Dafür brauche ich Fresh Milk. Ich habe keine Eimer mehr. Okay.
Arm und Eimer los. Wobei ich hätte, glaube ich, gar keine Eimer gebraucht. So, 32, das heißt, ich habe 64 Ding. Das heißt, ich brauche aber auch noch Kakao. Pulver. Und da auch rein. So, Chocolate Milch. 32 Stück. Gut. So, und dann könnte ich mal gleich hingehen und sagen, wir räumen das Zeug da mal weg. Mach mal hübsch, danke. So, also wir haben das, dann brauchen wir Potato Cakes. Dafür brauche ich Butter, Zwiebeln. Habe ich Zwiebeln da? Habe ich Zwiebeln da haben? Ich habe keine Zwiebeln da. Das ist schön, dass ich keine Zwiebeln da habe. Das heißt, ich gehe mir jetzt mal einen Stack Zwiebeln holen. Dann schauen wir nach, ob Royal Jelly vielleicht wieder fertig ist. Muss überhaupt hoffen, dass ich die Zwiebeln schon angebaut habe. Ich glaube schon. Ich habe vorhin, glaube ich, so gesagt, dass Zwiebeln ziemlich wichtig sind. So wie es aussieht, heißt glauben, nichts wissen. Keine Zwiebeln? Habe ich ja selber nicht, dass ich die Zwiebel noch nicht gezüchtet habe. Weil ich brauche 32. Habe ich keine Produkte drunter. Kann es nicht sein, dass ich die Zwiebeln ver... Das sind Onions. Schieß mich selber, wenn ich die nicht hab. Wir laufen noch mal rum. Barley, Rye, Leek, Coffee, Asparagus, Beetroot, Potatoes, Tomato, Beans, Scallion, Celery, Industrial Hemp, Mushrooms,
Corn, Melons, Pumpkins, Carrots, Oats, Bamboo Shoots, Ledges. Seeds, good. Cactus, sugar canes, sweet potato, Giga, und ich bin Gaga. Ich habe wirklich, keine Dübeln gemacht. Oder wenn ich sie gemacht habe, dann habe ich sie vernichtet oder was auch immer. Celery und Brassel. Oder sie war nicht wichtig. Weil ich nicht glaube. Ah, da habe ich auch noch welche drin. Da, schaut mal, da ist ein Onion Seed. Die habe ich noch nicht hochgezüchtet. So. Kommst weg, ich muss vervielfältigen. Danke. Klack, 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 klack. Da habe ich 21, ich brauche 32. Ja, da ist es viel zu oft dabei, dass ich gar nichts kriege. Sehr gut. Nein, ich nehme gleich alle mit. Klar, ich nehme jetzt am besten wieder nur 32 mit und brauche dann nochmal einige. Weil ich so erfolgreich bin. Das ist ja noch nie vorgekommen. So, dann heißt es jetzt, wir ziehen hier nochmal die Bienen durch. So. Gold Jelly haben wir auch. So. 9 Stück habe ich bekommen. 9 Stück. Ich finde gerade meine Upgrades geil. So, Royal Jelly. So, die 12 schmeiße ich dahin. Das war mal wieder erfolgreich. Dann Quest, Detect. Dankeschön. Der schwere Teil ist weg. So, wir haben mal schnell die Dinger da rein. So, wir brauchen jetzt Potato Cakes. Butter muss ich noch machen.
Ich habe nur 16. 20. Auch noch mal Heavy Cream, oder? Also, dann brauche ich jetzt als nächstes Potato. Potato Cakes. Wir haben 34. Das ist ein Tofacon. Oh Gott. Okay, Zucker ist kein Problem, Flor ist kein Problem. Salz ist kein Problem. Tofu auch kein Problem. Das Cooking Oil ist 1. Habe ich nicht, aber Seeds habe ich. Und Okra habe ich auf jeden Fall. Nein, nimm's zurück. Ich vermute es, dass ich es habe. Auf jeden Fall nehme ich mir was von denen da weg. Barley. Fry. Weiß ja nicht, ob das überhaupt funktioniert. So, wir machen uns Corn Seeds. Kann ich aus Corn Seeds die machen? Ja, kann ich. Ich nehme mir nochmal sicherheitshalber Sugar Canes mit. Falls ich nochmal Zucker brauche. Das wäre jetzt halt optimal, ne, wenn wir das jetzt alles hätten. So, das rein, das rein. Oil haben wir jetzt 62. So, Tofu. Okay. Raw Tofu habe ich. Habe ich jetzt ein bisschen. So. Hearty Breakfast. Da fehlt mir noch. Da fehlt mir noch was. Ah, ich brauche natürlich noch Cooked. Ich gehe dann mal richtig Kohle holen. Achtzehn, 19, 20. Fällt es nicht auf, dass ich Schwachsinn rede? Okay, so, Breakfast? Nein. Wie heißt du? Party. Geht immer noch nicht. Also, ich habe das Cooked Pork Chop. Habe ich Fried Egg? Fried Egg habe ich. Ah, Cooked Pork Chop habe ich noch nicht gehabt. Okay.
Toast habe ich nicht. Hab kein Toast. Dafür brauche ich Butter und Brot. Ich hätte mir vielleicht noch Weizen mitnehmen sollen, hä? Mein Problem wird jetzt bestimmt sein, dass ich die, ja doch, ich habe noch Tofu-Milch, könnte ich noch haben. Also das heißt, wir nehmen jetzt Weizen mit und Tofu und Tofu, also Sojabohnen. Komm, Forest, lauf. Und dann essen wir mal schnell ein Zminget. Das nenne ich jetzt Laufen. Das sind die Sojabohnen. Und so habe ich wieder die normale Geschwindigkeit. Dann habe ich Weizen. Ich glaube, ich habe Mehl, kann Mehl machen mit dem Rührding. Er hat dann zwar Arme wie Popeye, aber das da kommt da rein. Doch, ich habe 64 Fresh Milk, habe ich noch. Habe kein Brot. Flor. Passt. Darf. Dreiunddreißig. Red. 32. Noch Butter. Ah, da geht mir die, ist mir die Heavy Cream wieder ausgegangen. Auch 32 Stück. Dann Butter. Habe ich kein Salz mehr? Richtig dünn nicht so, ich habe kein Salz. Ich habe kein. Was? Salz ist in dem Pack unendlich. Ja. Kannst jemand anders erzählen? Ich da nicht reinschmeißen. Nicht dein Ernst. So stimmt ja. War ja das Problem mit, bleibt einer drin. Schauen wir mal, ob jetzt geht. Nein, also ich brauche auf jeden Fall noch Chocolate Milk, dann brauche ich Potato Cakes, brauche ich nicht. Da habe ich auf jeden Fall genügend. So, das Papier schmeiße ich mal hier rein. Das schmeiße ich auch rein. Das auch, braucht Platz. Was brauche ich noch?
Es guckt irgendwas, habe ich auch nur eins, genau. Toastbrot habe ich. Fried Egg. Habe ich zwei. Detect. Claim. Tada! Da. Wir haben die Hühnchen freigeschalten. Nicht mehr. Wir schauen mal schnell uns an. Chickens. Was wir jetzt alles brauchen. Den Chicken Catcher. Ich hab da jetzt ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl in der Hand, dass ich ein Ei brauche. Kann ich hell sehen? Die Feder habe ich, aber ich habe kein Ei. Man sollte nicht alle Eier verbrauchen. Wollte doch gerade sagen, da war doch gerade noch ein Huhn. Das Huhn hat rechtzeitig ein Ei gelegt. Danke, Huhn. Ist total nett. So, dann haben wir noch den Chicken Catcher. Und wir packen die Trophy hier rein. Okay, das heißt, wir haben jetzt offen den Breeding, den Chicken Breeder. Chicken war ja richtig. Chicken Breeder. Der ist jetzt da. Dafür brauche ich jetzt Heuballen. Drei Stück. Ich brauche einfach nur Holz und einen Seed. So, dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt hier 27, 28. Und hierfür 5. Eins, zwei, drei. Eins. Und ich habe meinen Chicken Breeder. Auch schon fertig. So, mein Roost. Das ist nochmal dreimal Holzballen und fünfmal Holz. Diesmal nehmen wir den Weg andersrum. Und diesmal brauche ich nur 27. Wir haben den Heuballen. Zack. Zack. Und ich habe den Roost. Sachen, die mal schnell gehen. Collection from Roosts. Okay. Der Roost Collector. Dafür brauche ich einen Chicken. Eine Schalker Box. Okay, das könnte interessant werden. Ah, ich vermute auch, dass da eine Kiste geht. Okay. So, ich habe da oben auf jeden Fall Chicken Nosto. Was bist denn du? Ah, du magst Kuchen. Das ist Kuchenhuhn. So, das heißt, ich hau jetzt mal hier schnell den Chicken Breeder hin.
Ja, da habe ich hier keine Zeitflasche. Das heißt, ich werde davon auf jeden Fall sehr viele brauchen. Dann kommst du da rein und du da rein. Und dann müsste da nämlich noch eins rauskommen. Gott, das dauert ja ewig. Kann ich mich schon mal drauf freuen. Also da brauche ich richtig, 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 richtig viel. So, hier legen wir uns hin. So, wir klauen uns die Hühnchen. Wir haben es gesehen. Dann gehen wir auf jeden Fall noch mal hin. Wir wollen nämlich jetzt machen, das da weg, das da weg. So, dann heißt es noch mal Chicken. Okay, die muss ich einfach nur färben. Das heißt, ich brauche jetzt dann auch demnächst die Farben. Und ich muss dann. Ich habe, glaube ich, aber nur ein Huhn, ne? Das ist mein Problem. So, kann ich dich irgendwie ausbilden, dass da ein Huhn rauskommt? Das schaut nicht so aus. Nö, leider nicht. Das heißt, ich müsste Hühner sammeln. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Das heißt, ich muss mir mal so eine kleine Hühnerfarm bauen, der wo das dann sozusagen das Hühnchen, das eine, auf dem Hopper hockt und fröhlich Eier spendet. Bis wir so viel Eier haben, dass da auch keine Probleme sind. So, dich stelle ich jetzt erst einmal hier hin und hier hin. Und dich stelle ich dahin. Okay, dann lassen wir das laufen. Wir gehen nochmal nach oben und freuen uns an den. An den Bienchen. Lasse ich den Supernatural noch einmal laufen. Auch wenn ich die Pollen jetzt momentan nicht brauche. Aber besser haben als brauchen. Stellen wir nochmal eine her und dann kann ich ja andere Bienen reinmachen. Alles klar. So, dann wie gesagt, ich muss Eier sammeln. Oder wie lang? 54. Ach komm. Komm. Das ist jetzt mir egal. Du kommst dahin. Dann habe ich den da. Kiste habe ich sowieso. Dann habe ich hier Tierglas. Dann ist das Erste, was ich brauche, eine Kiste. Nein, ist es nicht.
Erste, was ich brauche, ist ein Barrel. Stelle ich das Barrel jetzt mal hier hin. Da kommst du dahin. Da kommt da das Ei rein. Ich weiß, dass Federn und so weiter auch noch gibt. Ups, das war schon wieder der falsche. Aber die sind mir jetzt erstmal egal. So, und dann habe ich jetzt hier ein Klärglas. Da ich ja von dem Zeug sehr viel habe. Ohne traurig zu werden. Nehme ich jetzt das Huhn. Und lasse das Huhn nochmal da drin stehen. Und dann können wir beim nächsten Mal gucken, ob da ein oder zwei Eier mehr dabei sind. Das ist noch eine andere Frage. Ja, das Huhn mit dem Ei. Ist Leporin. Das gibt's nur Ostern. Und Porgy, okay, das gibt's auch noch. Das Smart Chicken. Habe ich aus Versehen Smart Chicken da hinten? Nein, ich habe kein Smart Chicken. Schade. Nein. Smart Chicken, glaube ich, war mit Buch. Normales Hühnchen mit Buch anklicken. Produzieren, glaube ich, schneller und besser Eier. So, wir schauen noch einmal hier hin. Gott, wir sind bei 21,4%. Also ich muss da auf jeden Fall dann genügend Hühnchen produzieren. Bevor ich da einen Koller kriege. Weil sonst sind wir so weit, ne, wenn ich mit dem übernächsten Mod fertig bin, mache ich dann Mystical Agriculture, dann bin ich mit den Hühnchen fertig. Buff. Okay, alles klar. So, wenn ihr Anregungen, Vorschläge oder sonstiges habt, dann wie immer damit in die Kommentare. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.